Schaut mal, da jetzt beim Gehen, auf Suche nach Grünzeug, ist mir das Gänsefinger gerade untergekommen. Das gibt es ja ganz oft, nur was ich nicht rausfinden kann, und wenn das jetzt irgendwo vielleicht ein Kundiger oder ein Biologe sieht, also ich bin mir sicher, es ist das Gänsefinger gerade. Also das ist nicht meine Verunsicherung. Aber schaut mal, ich habe da ein paar junge Blätter oder jüngere Blätter, und in den meisten Beschreibungen ist einfach die Oberfläche aus wesentlich weniger behaart wie die Unterfläche beschrieben. Und es hat schon den trivialen Namen, zum Beispiel ein Silberblatt. Also was dieses Bild, was ich da vor mir finde, erklärt auch, was mich jetzt eben verunsichert ist, schaut mal. Also ich reiße mir da jetzt einfach eins aus. Unterseite ist super silbern und Silberblatt, aber bei diesen Exemplaren ist einfach die Oberseite auch sowas verdicht behaart. Ich meine, es passt gut dazu, was beschrieben wird, dass sie es früher in die Schuhe rein haben, als weiche Einlege soll. Es ist wirklich weich, also es ist, das verstehe ich alles. Aber, also wenn das wer weiß, sagt es. Und wenn ich aber schon da bin, dann machen wir gleich für das Gänsefinger gerade einfach die Blattbeschreibung dazu. Also ihr seht, das Typische ist auf jeden Fall dieses gefiederte Laub und die helle, fast weiße Unterseite. Zwischen diese Fiedern, seht ihr mal, da können auch solche kleinen Zwischenblaren sein. Oder sind sogar in der Regel, da sieht man das auch wieder schön. Seht ihr? Also da Fiederblatt, großes Fiederblatt, dann ist der Stängel, und da dazwischen sind so kleine Zipfelblau. Und das geht also weiter, und da sieht man das auch wieder, da ganz kleine Zipfel und dann einfach wieder das Blau wieder. Ist so gesehen essbar, wird auch volksmedizinisch genutzt, aber wenn man das, man ist essbar, weil es ist nicht giftig. Ne? Kostet es? Das Schmecken ist ja nicht das Problem, aber man mag es einfach nicht kauen. Also wann, dann muss man das fast mixen in einen Mixer. Ja. Also das ist nicht mit Beißen, könnt sich einen Kaugummi draus basteln praktisch. Ja, sonst wirklich eine gut erkennbare Pflanze, weil, also ich weiß jetzt nicht, mit was man es verwechseln soll. Aber eben, also dieses extrem Pfützige ist da hochinteressant. Ja, schaut's nochmal, ich meine, da kann man ja fast, da kann man fast mit einer Kampe drüber gehen, also mit einer Bürste. Interessant. Also, Gänsefinger gerade, Blätter, ganz klar, also ich habe eh mal so ein erste Botenvideo gemacht, und da waren die Blätter, aber war ein anderer Standort, also da waren die Blätter nicht ganz so was für angefützt. Kleine Blätter, große Blätter, und wo habe ich es denn gesehen? Da, super große Blätter. Gänsefinger gerade, Blätter, wir schauen wieder vorbei, wenn das Ganze blüht.